einer an. Unser mysteriöser Überlebender ist wach. Bronn, ich bin die ganze Zeit im TS. Scheiß drauf. Das geht ja nicht zum letzten... Was? Wo bin ich? Wer seid ihr? Jesper Mitumial Dalvarek. Kurz Jesper. Ihr seid hier in meinem Lager. Und bevor ihr fragt... Ja, die Banditen haben die beiden Apothekarii getötet. Schade. Ihr habt nur überlebt, weil die Wucht der Explosion euch ins Dickicht geschleudert hat. Die meisten Verletzungen sind nur oberflächlich und ich habe mich darum gekümmert. Euer Fieber ist da schon eine ganz andere Geschichte. Oh, mein Fieber. Was wisst ihr darüber? Woher wisst ihr das so genau? Wart ihr bei dem Angriff dabei? Ich war in der Nähe. Und nein, ich habe nicht eingegriffen. Aus zwei Gründen. Nummer eins, die Banditen waren gnadenlos in der Überzahl. Nummer zwei, ich pflege eine glückliche Beziehung zu meinen Innereien. Ich wünschte, ich hätte eine heldenhaftere Antwort parat, aber die habe ich nicht. Verzeiht mir. Entschuldigung, angenommen, Großer. Mein Fieber, was ist, wisst ihr denn darüber? Einiges. Ihr leidet an Arkanistenfieber erster Klasse. Wundert mich, dass der alte Apothekarius das nicht erkannt hat. Seit kurzem könnt ihr Dinge tun, die ihr früher nur aus Badenliedern kanntet, richtig? Ihr fühlt euch ungewöhnlich stark, aber gleichzeitig schwummrig und benommen. Und das Trinken von Kräuterextrakten hinterlässt einen bitteren Nachklang in eurem Kopf? Ja, dann hängt das Fieber mit der Tatsache, dass ich plötzlich diese Dinge tun kann, zusammen. Ja, eure Magiebegabung ist in euch ausgebrochen. Ich habe zwar selbst keine, aber mit genügend Arkanisten zusammengearbeitet, um das zu wissen. Was genau in euch passiert, ist, dass euer Körper nicht mit der Magie umgehen kann. Das ist an sich erstmal harmlos, von ein paar Schwindelanfällen und Kopfschmerzen abgesehen. Unternehmt ihr aber nichts dagegen und wartet noch ein paar Monate, werdet ihr nackt und schreiend durch das Herzland rennen und Feuerbälle auf alles schleudern, was sich bewegt. Ihr werdet den Verstand verlieren, um klares Signal zu sprechen. Oh Gott. Aber das Fieber lässt sich behandeln? Ja, natürlich. Auch wenn ihr auf bestimmte Situationen immer anders reagieren werdet als Magieunbegabte. Gewisse Kräuter werden es beispielsweise verstärken oder Albträume. Aber das kann euch ein Arkanist besser erklären als ich. Und was hat es mit diesen Visionen auf sich? Wissen. Also verschlimmert sich das Fieber, wenn ich was Tränke trinke? Schlecht schlafe? Unter anderem, ja. So mächtig eine Magiebegabung macht, so anfällig und feinfühlig macht sie auch für gewisse Dinge. Achtet einfach darauf, dass ihr nicht in irgendwelchen Ruinen schlaft, sondern in Lagern oder Tavernen. Und übertreibt es nicht mit magischen Tränken. Was passiert, wenn ich unvorsichtig bin? Wie wirkt sich das Fieber auf mich aus? Und wie kann ich mein Fieber behandeln? Kümmerwurzelextrakt? Unterschiedlich, je nachdem wie schlimm es ist. Erst nur gelegentliche Kopfschmerzen, wie ihr sie vorhin schon hattet, dann verschwommene Sicht und irgendwann akutes Sterben. Oh, das Fieber kann mich töten? Ja, alles hat seinen Preis, wie der weise Eremit so schön sagt. Und wie kann ich den Fieber behandeln? Kümmerwurzelextrakt? Was? Nein, das nützt euch auf Dauer gar nichts. Ihr braucht Ambrosia. Das ist die einzige Kräutermischung, die dem Fieber ohne große Nebenwirkungen beikommen kann. Die findet ihr auch in jedem besseren Alchemieladen. Allerdings kostet sie auch ordentlich was. Oh Gott. Und was hat es mit diesen Visionen auf sich? Visionen? Ist nicht weiter wichtig. Wie kann ich diese Fieber in den Griff bekommen? So würde ich es zumindest nennen. Ich habe Vorahnungen von dem, was passiert. Hängt das auch mit dem Arkanistenfieber zusammen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Die einzigen mir bekannten Visionen hängen in der Regel mit einer guten Pfeife Friedenskraut zusammen. Wisst ihr was? Ich mache euch einen Vorschlag. Jemand muss sich eures Fiebers annehmen und das schnell. Und ich kenne jemanden. Aber im Gegenzug möchte ich alles wissen. Wie kommt ihr hierher? Was hattet ihr in diesem Tempel zu suchen? Und was habt ihr in diesen Visionen gesehen? Ich kann es nicht beschreiben, aber irgendwie umgibt euch etwas Seltsames. Und das macht mich neugierig. Also,
Heilung gegen Informationen. Was sagt ihr? Deal! Heilung gegen Informationen. Einverstanden. Jasper, die Geschehnisse erzählen. Dann erzählt mal. Ich bin gespannt. Bla 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 bla. Verstehe. Mein Beileid für euren Verlust. Das heißt, ihr habt irgendwie diese Hinrichtung überlebt und bevor ihr am Strand angespült worden seid, hattet ihr einen, was? Einen Traum, in dem ihr lauter verbrannte Körper und ein grelles Licht gesehen habt? Ja, aber es war kein gewöhnlicher Traum, mehr eine Erinnerung. Dieser Tempel war genau derselbe wie der in dem Tal, versteht ihr? Ich hoffe es. Und dann kam euer Magieausbruch auch nicht schleichend, sondern urplötzlich nach dieser Nahtoderfahrung, mitsamt den Visionen. Richtig. Puh. Interessant. Ihr wisst vermutlich, wie verrückt eure Geschichte klingt, aber irgendwie glaube ich euch. Weiß der Henker warum, aber ich tue es. Das heißt, ich werde euch meinem Auftraggeber vorstellen. Wenn euch jemand helfen kann, dann er. Allerdings gibt es da noch etwas, bei dem ihr mir unter die Arme greifen könntet. Je schneller wir das erledigt haben, desto schneller sind wir dann auch in Ark. Was genau ist Ark? Ark? Die Hauptstadt des Landes. Die Mauern turmhoch aus silbernem Stein, so ruhet sie thronend im Felsen allein. Niemals vergehend, auf ewig bestehend, bewacht von dem Herren, bla 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 und so weiter und so fort. Wenn ihr plant, in diesem Land zu bleiben, werdet ihr sie über kurz oder lang mit eigenen Augen sehen. Und wenn euch, wenn ich euch nicht helfen will? Na schön, ich helfe euch. Je schneller ich diesen Fieber los bin, desto besser. Wer ist denn dieser Arbeitgeber? Wunderbar. Ein paar Dinge muss ich euch aber noch erklären, bevor wir loslegen. Also, wo fange ich an? Dass vor 2,5 Jahren auf der Welt das Chaos ausgebrochen ist, wisst ihr ja sicherlich bereits. Und obwohl auf Enderal, anders als auf den anderen Kontinenten, kein direkter Krieg herrscht, passieren trotzdem eine Menge seltsamer Dinge. Zum Beispiel die Vatyren. In letzter Zeit wurden immer mehr Wanderer auf offener Straße von ihnen angefallen. Einfach so. Und auch die Verlorenen, die lebenden Toten. Waren die früher noch ein seltenes Phänomen, steht heute jeder fünfte nicht ordnungsgemäß verbrannte Körper von selbst wieder auf. Ihr könnt euch denken, wie es in der Nähe von alten Grüften jetzt aussieht. Das Bizarrste aber ist der rote Wahnsinn. Meint ihr, dieses Chaos könnte mit den Gerüchten über den Tod der Lichtgeborenen zusammenhängen? Auf Nieren erzählt sich jeder davon. Der rote Wahnsinn? Ja, die Gerüchte. Ich habe sie auch gehört. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie wahr sind und dass hier ein Zusammenhang besteht. Dann meint ihr tatsächlich, dass jemand die Lichtgeborenen getötet hat? Wie gesagt, ich könnte es mir vorstellen. Meiner Meinung nach waren die Lichtgeborenen ohnehin nie mehr als Scheingötter. Stirnrunzeln. Wie denkt das entraleische Volk darüber? Und ich dachte immer, dass immer die Entraleer... Wie spricht man das überhaupt aus? Keine Ahnung. Sind das formste Volk der zivilisierten Welt? Das überlässt das Denken generell dem Orden. Und der dementiert die Gerüchte natürlich. Allein darüber zu sprechen, steht unter Strafe. Oh oh. Aber vielleicht ist das auch vorerst besser. Eine spirituelle Krise ist das Letzte, was dieses Land jetzt noch braucht. Und ich dachte immer, die Entraler sind die frommste... Bitte, nehmt mich nicht als Beispiel. Ich habe gesehen, dass ein langes Leben nur eines der Dinge ist, die durch mächtige Magie erreicht werden können. Und allzu neu ist die These nun auch nicht. Wer halbwegs herumgekommen ist, kommt eigentlich gar nicht daran vorbei. Und ganz im Ernst, wären die Lichtgeborenen tatsächlich so allgegenwärtig und allmächtig, wie sie behaupten, hätten sie dann nicht auch die Macht, mich hier und jetzt mit einem Blitz zu zerschmettern? Die Lichtgeborenen waren bessere Könige, nicht mehr und nicht weniger. Aber das ist meine Meinung. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht eure Gefühle verletzt. Fernab, davon keine Bange. Moment,
Ich warte noch auf den Blitz. Moment, ich warte noch auf den Blitz. Lol. Sagen wir einfach, ihr habt eure Meinung und ich habe meine Meinung. Wunderbar. Man kann ja nie wissen. Aber wir schweifen vom Thema ab. Stimmt, ihr hattet etwas mit einem roten Wahnsinn erzählt. Ja, es ist eine Art Geisteskrankheit, die Menschen den Verstand verlieren lässt. In Ark gab es beispielsweise erst kürzlich einen Fall, bei dem ein Schmied seine gesamte Familie erschlagen hat. Er war betrunken, aber das erklärt nicht, dass er dabei wirres Zeug wie »Fürchtet das Licht« geschrien hat. Oder eine junge Frau erhabenen Pfades, die das Anwesen ihrer Familie in Brand gesteckt hat und dabei selbst ums Leben gekommen ist. So etwas kommt vor, mögt ihr nun sagen. Aber es sind mittlerweile mehr als 2 Dutzend derartiger Vorfälle. Im Volksmund spricht man mittlerweile von dem roten Wahnsinn, weil die Augen der Befallenen kurz vor und nach ihrer Wahnsinnstat rötlich glühen. Andere nennen es die Besessenheit. Tja, und vor 3 Tagen ist es wieder geschehen. Nur dass es diesmal ein Magister des Heiligen Ordens war. Ein Magister? Ein Lehrer an der Klosterschule des Ordens, der Scuola. Jero war sein Name. Ein Mann mit gut 60 Wintern auf dem Buckel. Was hat er getan? Er nahm sich und 15 jungen Novizen das Leben. Laut dem einzigen Überlebenden betrat er wie gewohnt den Lehrsaal, um seine Vorlesung über die Alchemie zu halten. Dann hielt er eine sehr wirre Rede, in der er erklärte, dass die Menschheit verdorben sei, leer. Kurz darauf folgten die glühenden Augen, er verriegelte die Tür und... Nun ja, riss sich selbst mit einer magischen Explosion in zwei. Ihr könnt euch denken, welche Wogen das in Schwung gebracht hat. Was ist mit eure Rolle in all dem? Ihr sagtet, ihr arbeitet für den Orden, aber ich vermute, ihr seid kein Mensch. Das ist schrecklich. Ich habe es nicht so mit Gelübden und Askese. Also nein, ich bin kein Hüter. Mich hat man gerufen, weil ich helfen soll zu verstehen. Wisst ihr, meine Spezialität ist es, verloren gegangene Dinge wiederzufinden. Schätze, Folianten, Erinnerungen, dergleichen. Der Orden will wissen, wie es möglich ist, dass ein hochintelligenter, selbstreflektierter Mann wie Jero dem Wahnsinn verfallen konnte. Und dementsprechend, nach welchem Muster der rote Wahnsinn überhaupt seine Opfer befällt. Wenn es denn ein Muster gibt. In anderen Worten, ihr sucht nach seinen Beweggründen. Wie könnte ich euch da helfen? Ich weiß überhaupt nichts über diesen Mann. Ja, aber das ist unwichtig. Jero stammte nämlich aus Flussheim, einem kleinen Dorf unweit von hier. Nach dem Tod seiner Frau besuchte er diese Gegend sehr oft. Und ich hoffe, hier ein paar Splitter seiner Vergangenheit zu finden. Ich habe schon einen Großteil der Umgebung abgesucht, aber... Ein zweites Paar Augen würde bei der Suche sicher sehr helfen. Was meint ihr? Klingt zumindest nach einem Plan. Wo soll ich anfangen? Also, zum einen solltet ihr nach Flussheim reisen. Jero hatte dort einen Jugendfreund namens Alfred. Sprecht mit ihm und seht, ob ihr etwas in Erfahrung bringen könnt. Und zweitens hat mir ein Bursche aus dem Dorf erzählt, er habe Jero dabei beobachtet, wie er kurz vor der Tat etwas an einer Klippe im Osten ins Wasser geworfen hat. Geht dorthin und seht, ob ihr es finden könnt. Ich selbst werde mir das Haus, in dem er aufwuchs, ansehen. Hier habt ihr eine Karte der Region. Das hier ist Jeros Haus. Trefft mich einfach dort, wenn ihr fertig seid. Ach, und auch wenn das jetzt etwas grausam klingt, vielleicht solltet ihr euch das Lager der beiden Apothekarii nochmal ansehen. Vielleicht haben die Banditen ja irgendetwas zurückgelassen. Und nun würde ich sagen... Auf eine gute Zusammenarbeit. Oh, Alter, ich nenne das einfach nur Looten. Mir scheißegal, ob das schrecklich ist oder was weiß ich. Ist ein Questzettel mit einem Sternchen markiert, so ist dieser ein Indikator für dessen Schwierigkeit und dementsprechend die Stufe, mit der ihr diesen Mission beschreiten solltet. Sehr leicht, mittelleicht, mittelschwer, bla bla. Ja, dann würde ich mal sagen, ab geht's.